Da sind wir wieder. Wir starten direkt mit dem nächsten Minispiel. Haben wir noch nie gespielt. Nee. Ist ein bisschen ein Glücksspiel. Also man muss hier die Boxen kaputt schlagen. Hey, was war denn das bei mir? Und ja, natürlich hatte ich Pech. Das sind diese Fails, die Nieten. Oh, Mund. Ja! Das war mein. Ich habe ein seltsames Deutsch gerade gesprochen, aber Hauptsache ich hatte den Münzsack. Yes! Das war aber auch alles, was ich gekriegt habe, leider. Ja, habe ich hier zwei Münzsäcke, oder? Weil in diesem Block war ja was Tolles drin. Ja, 8 Münzen nur. Ich war der Schlechteste leider. Naja, aber es war wenigstens ein Minispiel, wo jeder was abbekommen kann. Und muss ich mitleben. Ja. Okay, guter Zug. Yoshi. Wer ist jetzt gerade da? Bowser, ne? Ja. Bieskarte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Warte mal. Kannst nicht zählen. Ja, das wäre interessant. Ja, komm, jetzt landet halt nicht auf Mirakel des Langweilt. Das sollte man so niedrig halten. Ja, aber ich will es doch spannend machen. Was ist daran spannend an diesem scheiß Mirakelfeld? Du bist so asozial. Wieso? Ja, weil das ist einfach lame. Lass mich doch. Ich finde dieses Feld nice. Siehst du? Ich find's auch gut. Nee, Schwan. Ich bin trotzdem nach wie vor der Meinung, dass man dieses Feld so gut wie möglich. Ey, sei mir dankbar schon mal, wie viel Geld ich dir gegeben habe. Ja, vor allem hast du mir richtig geholfen, den Münzstern zu bekommen. Ja, warte, das muss noch gar nichts heißen. Ja, aber mit den 60. Oder! Ah, was anderes. Ich könnte mir natürlich auch einen Stern klauen. Ja, aber von mir dann nicht, weil. Schau mal an, wie lieb. Ja, aber ach, wenn du ich. Du kriegst jetzt einen. Ja. Und wie ich dir den wegnehme? Wieso? Ich hab dich. Weil du mir jetzt damit natürlich schaden wolltest. Nein! Wir hätten uns. Du, Luigi hat total was? Friedlich durch dieses Brett spielen können, aber du wieso wolltest. Wieso wollte ich dir schaden? Ja, weil du mit Absicht auf das Mirakelfeld gegangen bist. Ich bin. Ja, weil ich irgendwas Interessantes dingsen wollte. Ja, wie zum Beispiel DK, Stern rechts, Yoshi. Wieso? Ich bin doch gar nicht auf Yoshi. Ja, weil du es nicht geschafft hast, deswegen. Ach, laber aber du nicht. Wolltest den Stern von mir haben. Ich wollte das gar nicht haben. Du bist dran, das sag ich dir. Sei nicht so asozial zu mir. Bitte. Das hab ich nicht du hast angefangen. Hallo, ich hab dir 30 Münzen gegeben. Ja, weil das voll geplant sei war. Sei einfach mal sozial weil und akzeptier's. Weil das ja voll geplant war. Oh ne, ist das was man macht? Rennbahn. Ja, das ist scheiße. Ach je. Ja, wie ging das nochmal? Ja. Das ist scheiße. Ja, man darf die Reifen leider nicht überhitzen lassen. Man muss langsam in die Kurven fahren. Man muss immer mal wieder den Analogstick loslassen. Ja, super Start direkt. Also immer wenn er so ins Straucheln kommt, dann sollte man kurz nachlassen und in den Kurven sowieso. Außer irgendwie in der letzten, in der Außenbahne. Da kann man irgendwie so ganz echt? Schnell machen, ja. Und wie wechsle ich? Ja, keine Ahnung, das ist irgendwann automatisch. Aber da kann man dann auf so Vollspeed durchfahren. Scheiße. Scheiße, jetzt habe ich Runden gibt's denn? Ich glaube, das ist gleich vorbei. Ja! Scheiße. Nur weil ich mich mal gedreht habe. Ja, das muss man eben verhindern. Also ich gewinne sowohl viele Minispiele, als ich auch Geld habe. Ich weiß, das war jetzt grammatikalisch ein bisschen strange, aber es geht ja nur darum auszusagen, dass ich gut hinarbeite auf 2 Bonussterne. Und ich habe eine 7. Und mit der 6 bin ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, da ist ja auch so ein scheiß Mirakelfeld. Wie viel? 6, ne? Ja, das schaffst du nicht. Ja, ist ja auch gut. Ich hatte ja gehofft, dass ich nicht über den Buhu komme. Damit ich jetzt schön warten kann, bis du den Stern hast. So ein asozialer Mensch. Ja, holst du ihn dir? Den das Stern. Ist so scheiße, ey. Das ist so ein schöner Stern. Vielleicht passiert ja noch was. Was soll passieren? Tja. Halte ihn in deinen klau Händen. Klau ihn dir dann wieder weg. Denn lange das weißt nicht du schon, haben. Weil wenn ich unten komme, dann klau ich ihn dir wieder weg. Ja, mach halt. Kein Problem damit. Versuch's ruhig.
Tu ich auch. Oh, 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 oh. Also eigentlich mag ich solche Maps nicht wirklich, bei denen man an einen bestimmten Punkt hingehen muss, um den Stern zu bekommen. Ich mag es eigentlich viel lieber, dass wenn der Stern sich bewegt. Komm. Ja, das ist schon nicht schlecht. Aber eigentlich finde ich diese Map jetzt dann durchaus Luigi, sehr unterhaltsam. Ich. Ja klar, jetzt hat der den Plus. Ach bitte, Luigi, bitte. Mein Freund ist schon so provisorisch böse. Zweimal DK abgebildet ist. Ja, was wird wohl passieren? Wieder auf jeden Fall ich und dann irgendwas anderes Dummes. Oder ich bekomme einen Stern geschenkt. Oder du, ich und du. Und du schenkst mir einen. Okay, kann mir egal sein, ausnahmsweise mal. Oh, danke schön. Ach komm! Er liebt mich wenigstens. Hat er noch Geld? Wirklich. Von dem habe ich doch auch. Ja. Oh, okay, scheiße. Tu es lieber nicht, klau von ihm, dann mache ich dir auch nicht. Das ist doch ein Deal, oder? Weil das ist reine Münzverschwendung. Du verschwendest 50 Münzen, ich verschwende ja, 50 Münzen. Du wolltest mir schaden und ich muss ich mich jetzt rechnen. Ich wollte dir doch gar nicht schaden. Rechnen. Ich wollte nur, dass irgendwas... Ich wollte eigentlich den Stern von Lydia. Mach jetzt hier nicht auf braves Mädchen. Ich weiß genau, dass du auf das Mirak... Ich bin nur an bestimmten Orten kein braves Mädchen, aber sonst bin ich immer ein braves Mädchen. Nein, nicht dieses Spiel. Ich bin da jetzt zwar in der Tat ein bisschen besser, weil ich mir genauer angeguckt habe, aber es ist ach, so schön, lächerlich. Da bist du im Vorteil. Es ist so lächerlich. Ich bewege das Ding hier nur minimalistisch. Oh, und hab sogar einen Cent. Oh, toll. Ich kann das nämlich gar nicht. Jetzt warte ich mal, obwohl da ist jetzt nichts. Probieren wir es mal. Komm. Ah, nee. Nein. Natürlich ach, ist bekomme das eine Scheiße. Ich nichts. Gib mir die Kiste, bitte. Komm, 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 hol sie! Oh, ja! Wieso? Ich hab die auch bei der Kiste! Ich hab die Dreckskiste! Ich glaube, die ist 10 Münzen wert, soweit ich weiß. Komm schon, hol die Kiste! Oh, wieso zu früh, Mensch? Das ist doch so ein Scheißspiel! Oh, jetzt bin ich da ja voll gut inzwischen. Und noch den Münzsack, bitte! Komm schon, die Kiste, ja! Boah, endlich. Wie ich abgehe! Ja, super! Zum Teufel! Die Münzkiste! Komm schon, hol mir nur die Kiste! Ah, schade. Letzter Versuch. Komm schon, hol sie. Oh, ja, es war ja klar, dass du sie nicht holst. Du Idiot. Ah, leider nix. Ist überhaupt was? Ja, aber man muss auf jeden Fall zufrieden sein hier. Ja, du hast ja voll abgesahnt. Mm, du bist nah dran, du hast ja auch eine Kiste. Wie viel? 17 und 10. Ja, gut. Und der Luigi 0. Also, es ist wirklich sehr komisch, dieses Spiel, aber ja. Mach nichts Falsches. Ich sag, das ist Münzverschwendung einfach. Süße, ich muss es schon aus taktischen Gründen machen, weil wenn ich jetzt dem Luigi den Stern stehle, dann hast du ja noch verdammt viel Kohle. Ja, du hast auch noch verdammt viel Kohle. Nee, ich habe jetzt 50 weniger. Und wenn du mich, also meine 93 aktuell übertriffst, und das wirst du wohl auf jeden Fall schaffen, dann hast du den Münzstern und das muss ich verhindern. Ich muss ja also, gut, dann, das ist aber Dummheit. Du musst also dein Geld drücken. Das ist also Dummheit. Pure Dummheit einfach. Nicht unbedingt. Weil ich gesagt, klaue ihn mir zurück. So und behalte ich aktuell den Bestwert der Münzanzahl und habe eben auch den Münzstern sicher. Ja noch, aber das dauert ja noch. Außer du schaffst es, bis du dort bist, 93 zu übertreffen. Außerdem kann ja auf dem Weg dorthin noch etwas anderes passieren. Wie Bowser oder Mirakel. Hm? Ich glaube nicht, dass noch was passiert. Oder das? Ist doch auch nicht schlecht. Ja, es macht mir doch nichts aus. Das ist eigentlich ganz nett so. Ja, wenn du dann den Booster bekommst und dann einen Stern abgezogen bekommst, dann passt's ja wieder. Und das hoffe ich wirklich. Ja, mal schauen. Das ist wirklich asozial, einen Stern von seiner Freundin. Was ist eigentlich da? Ist da jetzt der Toad oder was? Oder hat der nämlich ja. Oh! Der Typ, der freut sich auf jeden Fall. Also hier kann man wirklich sagen, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Der Luigi geht ja richtig ab. Deswegen habe ich ja gesagt, du sollst es von ihm nehmen. Damn it. Naja. Shit. Oh, ich hoffe, es wird keiner den Bowser wechseln. Das schade, dass noch niemand beim Bowser war, aber ich will jetzt wissen, was da passiert. Ob der einem ja, Geld du bekommst wegnimmt, einen Stern abgezogen. Oder ob man tatsächlich einen Z-Star kriegt. Ja, ich glaube schon, dass man einen Stern bekommt. Nee, ich glaube nicht, dass es die schon da gab. Die ganzen epischen Ideen ist man doch erst mit der Zeit gekommen. Gab's nicht mal in Mario Party 2, was ist oder? Ein Glühbirn-Tanz? War doch ganz selten, glaube ich.
Glühbirnentanz. Keine Ahnung. Hä? Laufe mit der Glühlampe so schnell du kannst zur Fassung. Lass dich nicht von den Bohus packen. Ja, ich mach das. Ja, Spieler mit der Glühbirne bewegen und springen. Ja, okay. Wenn jemand einen Bohu ergriffen hat, attackiere ihn, um dich zu befreien. Warte, müssen wir das jetzt ihm wegnehmen? Lass mich lesen. Kannst du versuchen. Ich glaube, das ist wieder so ein Minispiel, da muss man zusammenarbeiten. Ja, wir müssen den Mario quasi schützen und dann kriegen wir, glaube ich, alle Kohle. Und sobald da ein Buhu kommt, müssen wir den verprügeln. Der schlag doch zu! Was machst denn du? Du musst die Buhus töten. Ja, vielleicht nicht den, den ich gerade umgebracht habe. Wir sollten ihn schon aufteilen. Ja, hey, wenn ich da zermanscht werde. Oh, scheiße, ich bin da gefangen. Jetzt macht ihn kalt. Gut. Denn da, Mario darf halt nichts passieren. Ja, ja. Also, dass es auch Minispiele gibt, bei denen man zusammenarbeiten muss, obwohl es ein 4 gegen 4 ist. Das gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, echt nur in Mario Party 1. Also, das habe ich so nie wieder gesehen. Komm, Luigi, lauf. Solche Team-Minispiele. Ist aber eigentlich ganz lustig. Ist halt ungewohnt, aber ist eigentlich ganz cool. Weg da, weg da, Mann, weg Luigi, da, weg geh halt da. Nicht ganz nach vorne. Du weißt doch nie, was da kommt. Okay, wir haben es offenbar geschafft. Ja, der wollte schnell. Oh, ich will sie schnell abgeben. Yes. So, jetzt jeder 10 Münzen kommen. Komm, gib am besten so 30 Münzen, dann habe ich den höchsten Münzen. Ja, aber jeder 30 Münzen kriegt, weißt du? Das ist doch lächerlich. Ja. Jeder 10 wird sein. Ja. Klaro. Ist schon schlimm genug. Verdammt, ey. Last 10 Turns. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nichts dagegen gehabt, wenn ich auch auf Bowser gelandet wäre. Aber das Glück war mir leider nicht vergönnt. Kann denn hier sonst noch jemand was machen, bitte? Nö, ich glaube nicht. Luigi? Ich weiß nicht. Aha, außer Geld selbst ja in die Tasche zahlen, kannst du sonst nichts, ne? Es ist halt Luigi, was erwartest du? Aber wie der voll außenstehend ist und hier durchspaziert, richtig nice. Am Ende gewinnt er. Achso. Ich hab da ja noch eine Rechnung offen mit dir. Zwei sogar. Ja. Lol. Ich hab's bis jetzt noch nicht verloren und natürlich möchte ich diese Siegesserie fortführen. Bei meinem Lieblingsminispiel. Der Loser ist gleich weg. So ein Dummkopf. Noob. Ach, Süße. Lass das doch bleiben. Lass du das doch bleiben. Das ist doch Quatsch. Hörst du nicht? Schnucke, hörst du nicht? Tschüssi. Ey, Luigi, du bist so ein Vollidiot. Wenn du nicht da wärst, wäre sie jetzt weg. Kann er sich nicht mehr verpissen? Mann, bin ich blöd! Ich wollte ihn noch platt machen! Wieso hat es nicht geklappt? Nice! So ein Blödsinn, echt. So ein Blödsinn. Ja, das ist das, was du nicht brauchst. 3-0. Das ist ein Knaller von Lotz, ey. Ach, wieder nichts Gescheites hier. Verdammt, ja, aber ich komme wieder an meine Kohle ran. Sehr gut. Komm, Yoshi. Jetzt brauche ich natürlich mehr Geld. Jetzt hat sie mich nämlich um eine Münze übertroffen. Aber ich bin ja auch auf einem sehr guten Weg. Oh, Luigi, mach irgendwas. Aber du bist zu nichts zu gebrauchen. Ja, in der Tat. Bowser's Grimasse. Oh, ist das nicht der Scheiß mit dem Grimasse verziehen? Boah, ich dachte, das ist ein reines Bowser-Minispiel. Ja, habe ich auch gedacht. Nee. Offenbar nicht, nee. Scheiße. Babywiderrufen, wie sich das anhört. Benutzt doch keiner mehr das Wort. Na doch. Ah, ich finde nur die Zeit viel zu knapp dafür. Ja, das ist schon ein bisschen fies. Boah, wie hässlich das aussieht, oder? Ja. Was ist das denn für eine Grimasse, hey? Ich habe keine Ahnung. Verdammte Kacke. Ich kann sowas nicht. Obwohl ich dann
trotzdem immer voll viele Punkte habe. Ist voll interessant. Ist das nicht so? Ja, irgendwie schon. Ich glaube, meins ist schon ziemlich gut. Oder? Vielleicht nicht so lang gezogen. Keine Ahnung. Na, deins ist, glaube ich, too much. Und die anderen sind zu schief. Meins ist perfekt. Obwohl, nee. Was? Was? Voll schlecht. Dieses hässliche Ding? Nein, das kann doch nicht wahr sein. Bitte? Das ist ja vollkommen falsch. Also das Spiel betrügt total, du. Also ich sehe ein, dass das Spiel den Luigi mag, aber das war jetzt schon offensichtlich, oder? Ja. Dass hier Support an der Tagesordnung war. Scheiße, ich kann es nicht mehr verhindern, ey. Ja, ist halt dann so. Trotzdem, es ist auf jeden Fall gut, wie es ist. Ich habe Kohle, ich habe sie gedrückt. Warum nicht? Passt schon. Du hast dich wie ein Arsch verhalten, genau. Das ist alles eine Sache der Rache. Jetzt bin ich wieder im Spiel. Komm, Yoshi. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Werte um den Fragezeichen so gestellt sind. Ich glaube, da steht es 2-2, oder? Also ich bin ja auf jeden Fall nicht schlecht dabei, was das angeht. Wäre ja geil, wenn ich alle drei Bonussterne absahne. Ich glaube das selbst nicht. Ja, also für zwei sieht schon mal nicht schlecht aus. Ach, Kanoneninsel, die war immer cool. Die kenne ich noch aus Mario Party 2. Also da am Ende gewinnen eigentlich alle, wenn die noch drauf sind. Ist dann nicht Draw? Nein, die gewinnen alle. Es war bei Mario Party 2 so. Wie es hier ist, keine Ahnung. Aber das kann auch sein, dass es verändert ist. Ja, wir müssen im Prinzip eigentlich nur den Kanonen ausweichen. Das Schiff sieht schon mal anders aus. Es schießt aber auch nicht direkt auf die Insel, jedenfalls nicht immer. Sondern es erzeugt natürlich hier extreme Wellen. Wow, scheiße. Aber es hat uns nicht direkt getroffen, interessanterweise. Glück gehabt. Aber der schießt dann... Was war das? Das war richtig assi. Scheiße. Scheiße. Wer wohl gewinnen wird? Ja. Also entweder beide oder beide. Luigi. Luigi. Das Spiel liebt Luigi. Aber wie es den Mario halt ganz dezent jetzt kurz vor Ende noch weggeschoben hat. So ein hat. Zufall. Also gemeint, und nee, ist so nee, ganz nee, unoffensichtlich. Dich braucht man nicht hier. Er hat ja gar nichts mehr gemacht, er ist ja nur auf dem Abgrund zugelaufen. Wer ist eigentlich da? Bowser oder? Scheiße, ey. Ja. Mm-mm. Boah. Aber da ist sonst keiner, ne? Ja, da ist sonst keiner. Ah, der Yoshi ist da. Ich habe halt hier eine doppelte Chance auf Fragezeichen, deswegen gehe ich tatsächlich hier lang. Hoffe mir, dass was Gutes passiert. Vielleicht landest du auch drauf. Nein. Würde ich zwar lieber vermeiden, lieber ich, aber es kostet mich dann halt dann auch noch mal eine Runde. Scheiße, Dreck. Na klar, Mario macht's auch nicht. Oh Scheiße, dann kann Mario sich auch entstellen. Ja, da wird sich dann von Luigi was klauen. Ja, wenn alle so viel Geld haben, dann ist das immer so eine schwierige Sache, ne? Es ist halt später in den anderen Malparts auch besser gelöst worden, weil da ist es nämlich nicht mehr ganz so einfach zum Buhu zu kommen. Weil hier gehört er ja noch zu dem Spielbrett quasi dazu. Aber also wie das Spiel ist, wissen wir, glaube ich. Später ist es dann wirklich so, dass der nur ganz schwer zu erreichen ist. Hier halt noch nicht. Ready? Go! Das habe ich ja bisher auch immer gewonnen, ne? Selbst wenn nicht, die 5 Münzen, die hole ich mir auf jeden Fall. Ja, nicht springen. Super, das hat mich jetzt nach hinten geworfen. Naja, so weiter hinten bist du auch nicht. Ja. Ich bin jetzt auch nicht so Eichhorn. Aber es ist auch immer abhängig, wie man springt. Ja, klar. Scheiße. Weil es gibt Momente, da bleibt man so hängen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, Yoshi! Oh, scheiße. Glaubst du nicht, dass du im Dritten gegen mich gewinnst? Ja, hallo, wir waren genauso weit. Das kann man in Zeitlupe sehen. 15, achso. Ja, das ist eine Münze. Stimmt. Oh, 93. Eine Coin mehr und ich hab's wieder. Komm bitte aufs Fragezeichenfeld, aber auf das vordere. Vergiss es. Oh, nee.
Ja! Es kann alles passieren. Was wirst du tun? Na, wird es heute noch was? Wollte ich nicht machen. Warum macht der Yoshi? Ich hatte was Riskanteres vor. Sterne. Und dann mit Luigi. Sei mal bitte ruhig. Dankeschön. Arschloch. Ruhe. So, jetzt siehst du, das Spiel mag das. Jetzt haben wir leider technische Probleme. Jetzt bin ich wieder dran mit Würfeln. Und es ist eine 3. Ja, wir mussten leider das jetzt wegschneiden, wegen dem Dreckslag. Ist auf jeden Fall so, dass Yoshi seine 10 Münzen an Luigi abgegeben hat. Und ja, ich hatte die Hoffnung eigentlich, dass jetzt hier noch was passiert bezüglich Fragezeichenfelder, aber... Es sieht nicht so aus, ne? Es sieht nicht so aus. Das bedeutet, ich muss hoffen, dass es keine Z-Stars in diesem Spiel gibt. Und ich denke es auch nicht, weil es ist ja außerdem auch noch ein Spielbrett mit nur einem Stern, also ja. Leicht. Es kann nicht sein. Mal sehen, großes Tau ziehen. Okay, da muss man einfach nur drehen, ne? Auf beiden Seiten, okay. Also als Einzelspieler bin ich hier ein richtiges Arschloch. Da gewinne ich immer. Und eigentlich werde ich das ja wohl auch hinkriegen hier. Aber gut, ich muss halt mit Yoshi und mit den anderen... Ja, ich bin gut. Ja, er gewinnt nur wegen mir, weil ich so abgehe. Ja, ich gehe auch ab. Na los, der letzte Millimeter fehlt noch. Na also. Fress ihn. Zerfressen. Jam. Tot. Und wir kriegen das Moos. Findet er jetzt eigentlich 30 Münzen? Das wäre mal richtig übel, oder? Ja. Aber ich befürchte es fast für ihn. Ja, umso besser für uns. Ne, 15. Nee, 15. Naja, ist auch assi. Schon so. Okay, wer wird gewinnen? Die letzten 5 Runden brechen an. Warte. Ja, Entschuldigung. Wir werden diesen Part noch nicht erfahren, wen das Spiel bevorzugt. Ja. Das sehen wir dann erst im finalen Part von dem Mario-Brett. Bis zum nächsten Mal.